Hallo und herzlich willkommen wieder zurück am heutigen Sonntag. Ja, lang, lang ist es her, dass es sonntags mal eine Folge gab mit dem lieben Andy hier von der Kornwelt. Heute ist es wieder soweit. Ja, heute ist es wieder soweit. Ja, ich will hoffen, ihr seid gut ins Wochenende gestartet. Das Wochenende ist ja fast schon wieder rum. Wenn jetzt die Folge erscheint, haben wir nur noch 12 Stunden und dann ist ja schon wieder Montag. Und ja, so, mal gucken. Wie ihr seht, ist die Zeit mittlerweile etwas fortgeschritten und Feld 26 ist immer nicht abgeerntet. Ja, so sieht's aus, Freunde. So sieht's aus, nicht anders. Und Grüße gehen an dieser Stelle raus an den Ostseefarmer, wo ich hier gerade mit dem Trailer hier von ihm durch die Gegend fahre. Der Trailer ist jetzt nicht von ihm, sondern, ne? Der ist von mir, aber das Logo von ihm ist ja da drauf. So, oh, mal gucken hier. Also, Achso, doch, der blinkt doch. Muss ich ja jetzt sagen, warte. So, neue abtanken den Kollegen hier. So. Dann hat mittlerweile die Ernte begonnen auf Feld 23. Da haben wir schon 5 Roder im Einsatz. Mal gucken, wie schnell oder langsam das jetzt hier nach voran geht. Irgendwie... Naja. Ja, mit etwas verwirrt hier. Ach, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Nämlich mir eine Flasche zu trinken, nämlich hier neben mich zu stellen. Ja, das war wieder nicht so gut. Aber egal, das schaffe ich jetzt auch noch. Mal eine halbe Stunde nichts zu trinken. So. Ja, und schlecht gelaut. Nein, wäre ich gar nicht. Also, bin ganz begeistert. Und jetzt hier mittlerweile mal das Feld zu Ende haben. Ich habe übrigens in der Zwischenzeit mal nachgeguckt, wie viel Liter denn mittlerweile im Lager sind. Und ich kann euch sagen, im Lager, also das Lager ist voll, da sind 4 Millionen drin. Und ja, plus im Eingang sind auch nochmal, glaube ich, 1,5 Millionen. Was ist denn mit dir kaputt? Warum fährst du einfach weiter? Habe ich dir das erlaubt? Hallo? Oh. Ah ja, egal. Ja, vorne der Kollege setzt sich so allmählich in Bewegung, das ist schon mal gut. Ah, so. Der ist hier auch voll. Sag mal, Kollege, was hast du denn hier vor? Erzähle mal. Sag mal, bist du besoffen oder was? Mal links, mal rechts. Ja, was denn jetzt? Oh, Alter. Hoffentlich kommen wir jetzt hier an dem vorbei. Oh. Jetzt habe ich mal wieder... Oh. Ah, egal. So, dann habe ich mittlerweile Feld 19. Das ist völlig gelungen. Das habe ich auch geschafft. So, jetzt weiß ich nicht, wie weit die anderen Felder da sind. Und wo wir hier noch Weizen und Tralala und Hostasana drauf machen müssen. So, mal gucken, wie weit denn hier so der Status ist. So, muss gepflügt werden, schon mal vorbei. Okay. So, wir hatten ja einige Aufträge erteilt. Na, mal gucken. Aha, da schon mal gepflanzt. Das ist schon mal schön. Habe ich Feld 27 auch einen Auftrag gegeben? So, Feld 18, da läuft, sind wir am Düngen. Ja, genau, Feld 18 sind wir am Düngen. So. Feld 19 müssen wir nochmal einen Auftrag machen, dass das Ding geflügt wird.
wäre auch ganz witzig. So. Mal eben schnell einen neuen Lohnauftrag hier erstellen. Ach, haben wir ja schon. Flügen. Feld 19. Ah, okay. Innerhalb von 10 Stunden. Okay. Dann warten. Alles klar, haben wir ja schon. Oh, nicht so gut. So, wie viel Liter haben wir denn hier drin? Machen wir schnell einen Blick auf die Tafel hier werfen. Stroh 2,1, Zuckerrüben 2,4 Millionen haben wir ja nochmal. Oh, Leute. Aha, ja, so wenig Zuckerrüben. So, was ist hier jetzt los? Hallo, warum geht das jetzt hier nicht wieder voran? So, der fährt hier schön Mischfutter durch die Gegend. Ach, alles herrlich hier. Herrlich, herrlich. Oh, den muss ich auch nochmal zurückfahren. Den anderen habe ich ja schon. So, warum geht's hier nicht weiter? Kollegen, was ist los hier? Also hier stehen genügend bereit. Warum wollen die nicht? Warum wollen die nicht? Warum haben die hier keine Lust, hier die Leute hier abzutanken? Das muss ich jetzt auch nicht verstehen, warum jetzt ein LKW von einer ganz anderen Ecke kommt. Um den jetzt hier abzutanken. Ach, weil der hier steht Feld 26. Ja, ist klar, Leute. Kein Wunder, dass das nicht funktioniert. Ich will nur hoffen, dass der den jetzt hier anfährt. Sehr schön, geht doch. Da hier haben wir auf jeden Fall jetzt schon 5 Ruder drauf. Also hier ist schon ordentlich was im Gange. So, der wird hier gerade abgeladen. Damit ist der auch am Ende angekommen. Sehr schön. Hat das Ende der Route erreicht. Seht ihr? So, den mal hier umstellen auf Feld 23. Und wir gehen hier hin und 23, nicht 26. Aha. Das ist neu unten, glaube ich. Ja, alles klar. So. Ah, müssen wir das Rohr hier mal noch einfahren. Okay. So, dann gehst du bitte auf 2 rechts. Jawohl, so. Alles klar. Hier ist auch alles schicki. So, am ersten Wegpunkt und go. So, damit kommt dann der 6. gleich zum Einsatz. Da drüben auf dem Feld 23. Weil wir haben ja nur noch ein paar Stunden und dann ist Feierabend. Dann können wir den Rest, der da drauf ist, dann vergessen. Da müssen wir uns jetzt nochmal etwas intensiver hier drum kümmern, um dann hier auch ja noch ein bisschen Zuckerrüben runterzuholen, damit das nicht ganz umsonst gewesen ist. Könnte gleich nochmal einen Traktor nehmen, fällt mir gerade mal ein, weil das Feldgras ist ja dunkelgrün.
Weiß allerdings jetzt nicht, ob wir das ermähen können in dem Zustand. Ich vermute aber eher nicht, aber ich wollte es mal testen. Ja, also der Herbst ist wunderschön, auch bei uns im Moment hier, muss ich ja sagen, ne, auch bei uns, also bei mir jetzt hier, Real Life, haben wir ja auch im Moment Herbst, wo jetzt gerade dieses Video aufgenommen wird. Und ich kann nur sagen, also ich finde das immer wieder erstaunlich, wie unterschiedlich, dass jedes Jahr die Farben einem vorkommen, das Erscheinungsbild, ja, einfach nur herrlich. Also von daher liebe ich den Herbst. Was ich nicht unbedingt so mag, sind die Temperaturen. Aber was ich wiederum mag, ist, ne, dass man, ja, das Ungeziefer alle weg ist. Fliegen, Mücken und, ja, Mücke habe ich komischerweise immer noch eine hier rumschwirren. Sehr hartnäckig. Da hat mal wieder einer keinen Weg berechnen können. Was Neues mal. Ist aber erstaunlich. Da sind 2 Stunden 21 Kilometer gefahren. Das ist ja mal Wahnsinn. Da weiß man sicher, die weiteste Strecke gewesen vom Shop bis zum Feld. So, dann sind wir gleich hier angekommen, am ersten Wegpunkt. Sehr schön. Also Rübenernte XXL Teil 2 geht jetzt hier ab. So. Noch mal speichern hier. So, mal gucken hier. Aha, besser. So, dann würde ich sagen, so muss man hier drauf. Ich glaube, der konnte irgendwie da keinen Weg hier berechnen. Ja. Wo sind die anderen LKWs wieder alle? Das kann ja nicht sein. Wo sind die denn schon wieder? Ernsthaft? So, mal gucken, wo die wieder hier rumschwirren. Der eine fährt da. Was ist hier los? Ja, da wollt ihr gar nicht hin, ey. Da wollt ihr gar nicht hin, ich wollte hier hin. Weil hier ist irgendwo Stau. Ja, Tatsache, hier. Ja, hallo? Was ist das denn? Was für ein seltener Anblick. An dieser Kreuzung. So, stellen wir den Kollegen erstmal hier hin. Denn ich würde sagen, das reicht erstmal, wenn er erstmal hier steht. Oder? Was sagt ihr dazu? So, wenn alles gut läuft, dann sollte es heute so sein, dass ich ab 15 Uhr auch wieder live bin. Und dann werden wir hier eine Runde Zugfahrt machen.
Eine Zugquartier ist lustig, eine Zugquartier ist schön. So nach dem Motto. Und hier müssen wir noch ein bisschen, aha, ein bisschen verkaufen. Aber dringendst nötig, muss man mal feststellen, ne? Ja, muss man mal einen Stream machen. Weil, ihr seht, T-Shirt voll. Ja, super. Full. Full, full, full. Also, wenn ich überlege, ne, der ist ja, das ist der Kollege 4 links. Ja. Also, der ist noch eine echte Flotte hier unterwegs. Aber sowas von. Weil, ne, der ist jetzt, glaube ich, schon in seiner dritten Runde hier. Also, der war hier richtig Meters. Die anderen auch mal so Meters machen würden, wäre echt begeistert. Abladepunkt am Hofsilo. Und warum packe ich Zuckerrüben rein? Bin du. Oh. Ernsthaft? Ernsthaft, Andy? Oh, jetzt haben wir hier auch noch 3 Millionen Zuckerrüben drin. Yes. Okay. Naja, wir lassen das jetzt mal so. Ui, Feld 18. Er muss Dünger laden gehen. Ja, das funktioniert sogar. Ist ja mal. Ich bin begeistert. So. Jetzt sind mittlerweile mal hier ein LKW angekommen. Was ist denn hier los? So, der biegt jetzt ja ab, okay. Warum wird mir denn hier noch einer angezeigt? Oder ist das der? Scheint der zu sein hier, okay. Oh, schon mal der Deckelchen ja auf. Weil, ne? Wäre man begeistert, wenn wir hier Feld 26 auch mal fertig kriegen würden. So, gehen wir, machen wir uns mal auf die Suche. Nach dem anderen Kollegen hier. Da unten blinkt was. Da wollen wir hin, oder da sollten wir hin, damit wir schnellstmöglich hier das auch hier fertig bekommen. Ich sag mal, düngen und sehen ist kein Problem, können wir auch im Winter. Warum war mir das jetzt klar, dass der auch losfährt? Oh Gott. Ja. So, okay. Fahren wir weiter. Aber ist doch schon leer. So. Willst du jetzt mal hier einsteigen, bitte? Danke. Was ist mit dir hier? Warum fährst du hier nicht weiter? Okay. Warum blinkt der nicht, dass der abgetankt werden muss? Sehr merkwürdig alles. Sehr merkwürdig. Wir flitzen mal schnell übers Feld. Bisschen Jogging am Sonntag, Mittag. Bisschen das gute Frühstück. Mal hier, ja, rauslassen. Abtrainieren. Das war das Wort, was ich sagen wollte eigentlich. Rauslassen. Ja, der Indy musste mal wieder einen rauslassen. Genau.
Also ich gehe mal von aus, dass es die letzte Reihe ist. Also gehe ich mal schwer von aus. Wollen wir den Kollegen mal anfahren, mal gucken, was er dann sagt. Ob er sich da auch abtanken lässt. Oder überladen lässt. Wie nennt man den Vorgang? Überladen, ne? Abladen, überladen. Ah ja. Er fährt das Röhrchen schon mal aus. Das ist ja schon mal sehr positiv. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob der weiterfährt. Klappt das Röhrchen wieder ein. Und? Ich glaube, er mag nicht mehr. Komm hier. Das ist seine letzte Reihe und dann. Hast du mal 10 Minuten Pause, okay? Verspreche ich dir. Du hast dann 10 Minuten Pause. Hä? Was fällt dir denn jetzt hin? Huhu. Nein! Nein! Kollege, da bitte aber ganz falsch. Hallo? Kollege, Kollege, hier sind wir dran. Hier. Ah, ist da ein bisschen eigenwillig, der Kollege hier. Naja, Kollege Humpendicken hier. Ah, guck mal, jetzt hat er erkannt, wo er lang muss. Ach, wunderbar. So, dann fahren wir den eben schnell darüber, selber. Ja, ist klar, du musst jetzt tanken fahren. Ja, tanken, das ist schön. Genau, da sind ja ein paar Stunden vergangen, aber der Kontostand ist irgendwie nicht mehr geworden. Gut, wir haben auch ein bisschen eingekauft, haben ein paar Ruder gekauft. Ich glaube, hinter mir ist gerade ein Traktor auftaucht. Hörte sich zumindest mal schwer danach an. Irgendwie habe ich ein bisschen Sauerstoff angelegt heute. Wo ich schon zweimal mit der Hunde draußen war. Eben nochmal 2 Stunden geschlafen. So, der Kollege ist schon mal soweit fertig. Das ist doch schon mal schick.
hat der Robot das Ende der Tour erreicht. Ist er bedankt worden? Von wem denn? Ach. So interessant hier. So. Hä? Da steht jetzt mitten im Feld rum. Na egal, ich kann. Einmal kaputt fahren und dann ist gut. Fährst du jetzt nochmal neben den? Hast du noch schon abgetankt? Kollege? Hm? So, eben schnell hier ein bisschen aufräumen. So, da fällt 23. Sehr schön. So, dann gehen wir hier auf 3 rechts. Und 150, jawohl. Am ersten Wegpunkt. Dann fahren wir mal darüber. Dann haben wir gleich Nummer 7 am Start. Sollten wir es dann wirklich noch schaffen, in dieser Folge Feld 26 zu Ende zu bekommen, das wäre ja Wahnsinn. Das wäre der helle Wahnsinn, Freunde. Oh, ich glaube, der müsste mal gedankt werden, ja, der Kollege, bevor wir ihn losschicken. Der hat da mächtig mal ja Kraftstoff verloren. Die anderen haben nicht so viel gebraucht, komischerweise. Aber der ist ja fast rappelleer. Sehr merkwürdig. Ja, bin ja auch mal jetzt gespannt, wie es denn hier weitergeht. Genau, in der nächsten Folge muss ich mal gucken, dass ich das Grasfeld, also da, wo das Vermehrungsgras drauf ist, dass ich da mal Flying Big Ember drüber jage. Und mal gucken, ob das funktioniert. Will ich aber ganz vorsichtig machen. Wenn wir noch wieder alles da kaputt fahren. Also, ne? Schön wellig hier. Also, ja, hier muss dann schon relativ seefest sein. Ja, ein bisschen komisch hier. Ja, auch wohl nix. Tja, das war's am
Sonntag mit der ersten Folge hier von der Kornbelt in der Milliarden-Challenge. Ich sage danke für alle, die wieder hier von Anfang bis Ende zugeschaut haben. Vielen, vielen Dank dafür, die einen Kommentar da gelassen haben, die ein Däumchen da gelassen haben. Um 14 Uhr gibt es dann die nächste Folge am heutigen Sonntag. Und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Sonntag noch. Und solltet ihr nachher keine Zeit haben, dann wünsche ich euch ja, einen schönen Restsonntag, ein gute Nächtle und morgen einen guten Start in die Woche. Macht's gut, euer Andy und bye bye.